Hallo und wieder herzlich willkommen zu Frag GC. Und wir legen direkt los mit der ersten Frage von Clio. Er fragt, ob mir beim PS4-Spielen schon mal passiert ist, dass mir die Konsole abgeschmiert ist oder das Spiel. Ja, durchaus. Öfters schon. Das passiert schon mal. Öfters als auf der Xbox One, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in letzter Zeit eher weniger. Wenn es passiert, ist es natürlich ärgerlich, vor allem wenn er gerade irgendwie, keine Ahnung, wenn du gerade an einem Endgegner oder so bist, dann ist es natürlich ärgerlich. Aber ja, was will man machen? Ist ja beim PC nicht anders. Und die nächste Frage, die ist wie immer von meinem treuesten Zuschauer, der Wodka-Kartoffel. Was ich denn von den ganzen Spielverfilmungen halte, die kommen werden 2016, 2017. Sprich Uncharted, Assassin's Creed und so weiter und so fort, WoW. Also, fangen wir mal von vorne an. Das erste, was ja kommen wird, soweit ich das noch in Erinnerung habe, das wird ja der Assassin's Creed Film sein mit Michael Fassbender. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wegen eben Michael Fassbender. Ich bin kein Fan von ihm. Aber das, was ich gesehen habe, sieht sehr ordentlich aus und die haben ja extra ein Studio sogar aufgemacht, also Ubisoft Movies oder so ähnlich, oder Ubisoft Movie Studios, ich weiß es nicht mehr. Und ich bin gespannt, ich bin ja auch ein großer Assassin's Creed Fan und bis jetzt die Filme, die kamen von Assassin's Creed oder diese Kurzfilme, die es hier auch gibt, die waren schon recht ordentlich und ich denke, da wird Ubisoft ordentlich was abliefern. Ich bin mal gespannt. Soll ja Ende 2016 kommen, der Film. Ich lasse mich da mal überraschen. Dann, was wird noch kommen? WoW? Nee. Ich bin überhaupt kein WoW-Fan, daher geht der Film an mir total vorbei. Auch wenn der Film vielleicht nur bedingt was mit dem Spiel zu tun haben wird. Aber ich mag dieses Genre überhaupt nicht und daher fällt das bei mir flach. Und Uncharted? Da bin ich mal richtig gespannt. Wenn er denn überhaupt kommt, weil es ist ja Gerüchten zufolge, sollte er ja wahrscheinlich gar nicht kommen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn, dann wird das bestimmt richtig geil, weil Uncharted hat schon immer eine sehr krasse Story gehabt. Und auch sehr tiefgründig teilweise. Und daher bin ich mal auf den Film gespannt, wenn er denn kommt. Und den werde ich mir auf jeden Fall reinpfeifen. Wo ich gerne einen Film hätte, das ist ja noch gerüchteweise so in den Medien, das wäre Heavy Rain oder auch Beyond Two Souls. Das wären so Filme, wo ich sage, boah, geil. Aber daraus einen Film zu machen, das ist schwierig, weil das ist an sich ja schon ein Film oder sind an sich schon Filme und die gehen ja schon ordentlich, die Spiele, von der Spielzeit her. So 8-9 Stunden, gut, Heavy Rain geht ein bisschen länger. Und das eben zu verkürzen, dann auf maximal 2 oder 2,5 Stunden, das wird dann schon heftig, aber das wäre auf jeden Fall richtig geil. Was wahrscheinlich auch geil wäre als Film, wäre vielleicht Infamous. Das wäre vielleicht auch so ein Ding, wo ich sage, jo. Also zumindest Infamous First Light, das wäre auf jeden Fall ein Film wert, bin ich so der Meinung. Aber dazu müsste man natürlich auch die Vorgeschichte haben vom Hauptspiel. Sonst haut das Ganze natürlich nicht hin. Mirror's Edge. Das wäre bestimmt auch geil. Das wäre bestimmt richtig fett. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genauso wie ja, generell diese ganzen Adventure, die eine sehr coole Story haben, wie Life is Strange oder wie eben schon gesagt, Beyond the Souls, Heavy Rain oder auch The Walking Dead, solche Geschichten. Da kann man sehr gut Filme draus machen, aber eben von der Zeit her ist das dann wieder schwierig. Gut, man muss nicht 1:1 machen, man könnte das zwar genauso nennen, aber eben nur bedingt so der Vorlage entsprechend. Und sonst fällt mir jetzt so nichts ein, was man jetzt so verfilmen könnte. Es gibt viel, was man verfilmen könnte, aber das würde dann total in die Hose gehen, weil es eben nicht den Erwartungen entspricht. Meiner Meinung nach zumindest.
Ja, das ist meine Meinung zu den Filmen, die kommen werden oder könnten zu bestimmten Spielen und ja, eure Meinung auch gerne da unten in die Kommentare posten. So, das war's schon. Ja, wir hatten leider nur zwei Fragen, aber ist egal. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, sei es über mich, dann mit Hashtag GC oder zu einer Konsole oder System, dann mit jeweiligen Hashtag, sprich Hashtag PS4, Hashtag Xbox One, Hashtag PSN, Hashtag XBL oder auch PS3, Xbox 360 oder Xbox oder PS2 oder PS1, was auch immer. Dann schreibt's mir in die Kommentare. Ich freue mich. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge, sofern denn Fragen vorhanden sind. Und in diesem Sinne war's das für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche. Audio. Tschüss.